So, herzlich willkommen. Wir sind gerade dabei, irgendeinen Hinweis zu suchen. Und zwar um das Tonband, was wir hier unten aus der Kiste... Wir haben uns immer noch nicht die Kassette aus dem Totenkopf angehört. Ich bin mir sicher, dass der Walkman im Koffer liegt. Da hinten im Regal. Ah, danke für den Hinweis. Wollte ich gerade sagen, wir haben hier unten... Hier aus dem Mund des Totenkopfs eine Kassette bekommen. Wo ich gerade durch ganz Rocky Beach gelaufen bin und geguckt habe, wo wir das abspielen können. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir in diesem Koffer einen haben. Aber als sie das jetzt gerade gesagt haben, fällt mir wirklich ein, dass wir in dem letzten Game Bomben in Rocky Beach den Koffer ja schon mal benutzt haben und da war ja ein Kassettenabspielgerät dabei. Gut, dann wollen wir das jetzt mal machen. So, Kassette rein. Play, ne? Ah, meine lieben Freunde. Ich sehe, ich habe mit euch die richtige Wahl getroffen. Alles läuft perfekt und das Spiel nimmt seinen Lauf. Unsichtbare Fäden werden euch von nun an leiten. Tanzt, ihr Puppen, im Licht der Scheinwerfer. Und jetzt hört mir genau zu. Das dreckige Wasser fließt und fließt. Da, wo es das Licht der Welt erblickt, versinkt es in den großen Fluten. Dort werdet ihr fündig werden. Was meint der Irre nur damit? Der spricht in Rätseln. Genau, Rätsel ist das Stichwort. Aus irgendeinem Grund will uns der Unbekannte zu diesem Spiel zwingen. Eine Herausforderung. Und wie denkst du darüber? Wir nehmen sie natürlich an. Dreckiges Wasser erblickt das Licht. Welchen Ort kann er damit gemeint haben? Ich weiß es, liebe Freunde, und zwar waren wir in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, da, dort gewesen. Und zwar machen wir das erstmal zu, ich zeige euch das gleich. Lassen wir die Kassette gleich mal hier, weil die werden wir nicht nochmal abhören müssen. So, dann gehen wir dort mal hin. Und zwar am Hafen. Dort ist ja ein Auslass für, ja, ich weiß nicht, für die Kanalisation. Dort endet halt die Kanalisation und da fließt halt das Wasser in das Meer. Und zwar hier hinten. Mal sehen, was wir dort finden. Was mir auffällt, dass hier kein Vogel ist, der mir wegfliegt, was in den anderen Teilen war. So, was werden wir denn hier finden? Ach, wir müssen vielleicht hier rein. Vielleicht liegt es ja dort drinne. Und dann brauchen wir diesen dreieckigen Schraubenschlüssel. Oder können wir hier noch irgendwas anklicken? Nein. Dann wollen wir mal... Naja, wir werden jetzt mehrere Sachen holen. Weil wenn wir dort reingehen, ist ja die Kanalisation... Und da ist es meist dunkel, das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich auch die Taschenlampe. Das heißt, wir müssen erstmal Batterien kaufen. Wir sehen, ich geister jetzt hier gerade mal rum. Polizei. Dann kaufen wir uns von unseren 5 Dollar, die wir meist Startkapital haben. Nochmal kurz gucken. Ja, Batterien. Die kosten nämlich genau 5 Dollar. So, nehmen wir uns Batterien mit. Achso. So. So. Dann wollen wir mal hier den überteuerten Preis zahlen. Dankeschön. So. Jetzt ab wieder in die Zentrale. So, Gasstation. Hier lang und eins zurück. Dann nehmen wir den Hintereingang und gehen hier. So, nimm unsere Taschenlampen mit. Dann brauchen wir ja noch, ne, den Kanalisation, um den Gulli aufzuhebeln, das brauchen wir ja nicht. Wir brauchen aber von der Tankstelle den Schraubenschlüssel. Mal sehen, ob wir ihn jetzt nehmen konnten. Vorher war die Werkbank ja irgendwie nicht anklickbar. Doch, jetzt geht's.
Oh, das war ein Dreieck, war das, glaube ich. Dreieck. So, dann wollen wir mal schnell an den Pier flitzen. Kommen wir da hinten auch lang? Zu Verständnis? Nee, da kommen wir zu den drei Fragezeichen, zum Schrottplatz. Hier zurück geht's zur Polizeizentrale und hier wird's zum Tankstelle gehen. Na gut, dann nehmen wir die Karte. So, dann wollen wir mal gucken, ob sich da was finden lässt. So, rein mit euch. Ah, da liegt was. Eine Filmdose. Okay. Noch eine Kassette. Und ein Plan, der mich ein bisschen an Schiffe versenken erinnert. Gerade so haben wir noch zwei Platz. So, dann wollen wir doch mal. Kommen wir zurück? Ja. Dann wollen wir erstmal zur Tankstelle gehen. Und den Schraubenschlüssel loswerden. Weil den werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Sonst schleppe ich den noch die ganze Zeit mit mir rum und der nimmt mir einen Inventarplatz weg. Wie gesagt schon, mal, ne? Vier Taschen, drei Detektive, ja. So, da haben wir die Taschen aber ja gar nicht gebraucht. Ich hoffe, wir brauchen sie dann noch. Sonst habe ich $5 aus dem Fenster geworfen. Da hätten wir uns sonst so ein schönes Foto bei Porter machen können. Machen wir auch noch. Machen wir auf jeden Fall auch noch. Würde mich mal interessieren, was da rauskommt. Jetzt bin ich gerade rausgekommen. Was müssen wir als Zentrale? So, nehmen wir mal den Vordereingang, weil es so schön ist. So, dann legen wir erstmal die Taschenlampe wieder weg. Und hören uns jetzt mal gleich das nächste Band an. Rein mit dir. Play. Ich grüße euch. Ihr habt mich nicht enttäuscht. Jetzt seid ihr mittendrin im Spiel der Spiele. Sucht nach den versteckten Zeichen. Suchet und schreibt sie nieder. Die Zeichen sind überall. Zu jeder Zeit. Habt ihr alle zusammen, dann beginnt das große Finale. Doch jetzt geht und seht, was ich hinter Gittern hinterlassen habe. Der Typ macht mich wahnsinnig. Was für Zeichen. Die Karte sieht aus wie beim Schiffe versenken. Mhm. Da geht es um lauter Koordinaten. A3, F6, C1 und so. Wir werden die Augen aufhalten. Aber was kann er mit den Gittern gemeint haben? Das ist ja schon mal gut. Falls ihr euch erinnert, wir hatten oben an dieser, ja, wie soll ich sagen, Bauernhaus, Festung, wie auch immer sich das nennen mag, an dem Mülleimer, also das, was vermietet wird, also nicht der Mülleimer, sondern das, was dahinter ist, dort ein Zettel gefunden, wo eine J8 stand. Mal sehen, ob wir das auf diesen Plan gleich eintragen können. Das wäre natürlich cool. Und mit Gittern weiß ich auch schon wahrscheinlich, was gemeint ist. Können wir hier was... Nee, den wollen wir mitnehmen. Können wir vielleicht hier irgendwie den uns anschauen? Ja, J3 habe ich einmal. Dann machen wir dort mal ein Kreuzchen. Und werden mal die Augen offen halten. Mal sehen, ob wir hier was auf dem Telefon noch haben. Nein. Vielleicht an der Kiste, die er uns geschickt hat. Auch nichts. So, jetzt müssen wir die Augen aufhalten. Hier steht auch nichts. In dem Koffer. Ich glaube nicht, dass er da es gemacht hat. So. Mal sehen, ob hier bei uns in unserem kleinen Fotostudio oder Fotoentwicklungsraum was hinterlassen hat. Nee. So, dann wollen wir mal rausgehen aus der Zentrale. Und mal die Augen offen halten.
Mal sehen, ob hier was an dem... Hier vielleicht irgendwas steht. Weil da irgendwie auf die Karte raufgekritzelt hat. Nee. Man könnte sich auch so einen Plan mitnehmen. Daran kann ich mich noch erinnern, als ich das früher mal vor Jahren gespielt habe. Aber wir kommen auch ganz so gut so zurecht. Finde ich. Und wenn ich klicke, ich halt mal ein bisschen länger. So. Ich schätze mal, bei der Polizei kommen wir auch nicht weiter, aber wir probieren es einfach mal. Hallo. Zu wem möchtet ihr? Wir würden gern einen Blick ins Gefängnis werfen. Also, da solltet ihr vorher Inspektor Cotta fragen. Er ist in seinem Büro. Wieso sollten wir ins Gefängnis wollen? Das interessiert mich jetzt mal sehr. Fragen wir mal Inspektor Cotta. Cotta, Bond, Marple, Archiv. Andere können wir leider nicht rein. Deswegen gehen wir zu Cotta und sprechen ihn einfach mal an. Hallo Jungs. Ich habe gehört, ihr wollt ins Gefängnis. Wir wollen nur einen kurzen Blick hineinwerfen. Geheime Ermittlungssache. Verstehe. Nun gut, hier habt ihr den Zellenschlüssel. Im Moment haben wir niemanden inhaftiert. Wenn ihr fertig seid, lasst den Schlüssel einfach stecken. Ich muss nachher sowieso runter. Okay. Vielleicht finden wir ja dort einen Hinweis. Können wir hier noch irgendwas tun? Nee. Dann gehen wir mal ins Gefängnis und gucken mal, ob wir dort was finden. Und zwar hier links runter. So, jetzt haben wir einen Gefängnisschlüssel. Ach, da können wir nur die erste aufmachen. Ah, was steht denn hier? Eine Nummer. Mal sehen, die schreibe ich mir auch mal auf. 5, 5, 3, 1, 8, 9. Wird eine Telefonnummer sein, schätze ich. Jetzt wollen wir auch gleich mal schauen, wer sich dahinter verbirgt. Aber hier finden wir jetzt nichts weiteres für unseren schöne, ja, Schiffversenken-Karte. So, hier ist auch nichts. An dem Getränkeautomat wird bestimmt auch nichts sein, aber wir nehmen uns mal ein Wasser. Gut, ich war kurz vorm Verdursten. Habe ich mir gedacht, deswegen auch mein Vorschlag, ein Wasser zu nehmen. So, jetzt ist natürlich... Wisst ihr was, wir laufen jetzt auf dem schnellsten Wege. Laufen wir zum schnellsten Wege? Ja, ich glaube, das machen wir. Wir gehen einfach mal in die Zentrale und rufen einfach mal die Nummer an. Oh, Raben hier oben drauf. Ist mir noch nie aufgefallen. Waren die vorher schon da? Wäre mal interessant zu wissen, ob die Raben vorher auch schon dort waren. So. In der Zentrale angekommen. Na, eins vor. Telefon. Nochmal kurz gucken, ob jemand auf dem AB gesprochen hat. Kann ja immer mal vorkommen. Ist dem nicht so. Gut. Dann werden wir in der nächsten Folge erfahren, was sich hinter dieser Telefonnummer verbirgt.